Ja, und somit, hi, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Cthulhu. Nicht wahr, Jasmin? Mhm, ah. Genau. Mal schauen, ob wir heute wieder den Schlurfer und seine Gase finden. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, muss sie unbedingt schauen. Ja. Das war die beste. War lustig. Oh, guck mal, Zahnlückenliese ist auch noch da. Geil. Nicht wahr? Guck mal da, die kann die Hände nicht mal stillhalten, die Blähungen, die Waben schon wieder in den Därmen. Da unten, siehst du den Luftzug da unten, wie ist das Kleid, das Flattern anfängt. Die Finger sind im Kleid, guck mal. Schau mal an, da die Gase, wie sie entweichen, das Kleid, das ist kein Witz. Ja, es flattert. Sag ich doch. Alter, da. Aber einen schönen Ring hat sie, ne? Schon schick. Da glitzert sogar. Ja, glitzer. Voller Plattenring. Oh, was haben wir da? Eins Bild. Das legendäre Schlurferbild. Von da leuchtet's grün. Was spiegelt sich da drin? Ha. Was spiegelt sich da? Alter, ist die hässlich. Boah, die Schminke ist verlaufen. Guck mal, voll hässlich. Lol. Ist dasselbe Bild, ne? Einfach hässlicher. Guck mal, da ist das Bild nochmal nur noch viel hässlich. Ach halt, nee. Ja. Okay. Hatten wir das nicht schon aufgehoben letztens? Nein. Doch, haben wir. Mehr Medizinwissen. Oh. Wunderschön. Ah, ich bin so musikalisch. Was ist das denn? Es hat Titten. Was ist das denn? Eine Sphinx, würde ich mal spontan sagen. Eine hässliche Sphinx. Eine Gay-Sphinx? Mit Hörnern aus dem Mund, ja. Geil. Was ist das denn? Eine Lupi. Eins Lupi. Nee. Oh. Oh, das ist hier Spielzimmer. Sag mal, wieso ist die Frau so irre hässlich? Wunderschöne Kunst. Und wieso hängt die Uhr? Guck mal. Wie gestört ist die, dass die im ganzen Haus potthässliche Bilder von sich selbst hat? Selbstliebe. Ja, mit so einer Zahnlücke kann sie auch niemand anders lieben. Hat er nicht gesagt, doch. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Walze. Edison Gold Molded Record. Mhm. Neuer Hauptgegenstand Francis Sanders Walze, okay. Ja, kannst du da einsetzen, kannst du Musik hören. Musst du da nicht die Walze reinmachen? Ja. Ja. Meine ich, kannst du da einsetzen, kannst du Musik hören. Mhm. Oder so. Oder so eine Blähgasgeräusche. Hat er über Nacht so eine Sonde am Bauch gehabt? Dann konntest du hören, wie es gegoren ist. Strange Amerindian Pendant. Nett. Hm. Nur was? Pillen. I could use one of those. Schlaftabletten. Geil. Die buffen so schön. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Mhm. Deine Freundin, die waren aber schon weit. An old diary. Hm. Was sind die Frau? Ist die... Hä? Die war aber vorher nicht da. Hä? Ja. Kann man die auch von hinten... Entschuldigung. Was denn? Bin enttäuscht. Ohne Pfeil. Einen Schlüssel. Ein Pfeil? Das ist ein Schlüssel Pfeil? Von Sanders Galerie. Da hat eine Galerie. Das guckt die willst mich anpöbeln, ha? Du guckst schon so. Fress nicht den Handschuh. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits.
Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Ein anderes Gemälde von Sarah Hawkins. Ja, ich werfe das. Das geht sie nichts an. Das geht sie nicht. Ich musste Gemälde von den Käufer prüfen. Geht sie ja nicht an, nichts an, was wir hier tun. It's got nothing to do with you, Baker. At least I hope not. Jetzt ist sie sauer. And a threat? In the same sentence. I appreciate. Jetzt kommen sie gleich wieder, das ist ihre Stadt. Das ist meine Stadt. Schönes Dreckloch hast du da. Ja, genau, könnt sie ja mal fragen, ne? And you? What brings you to the Sanders home? What I know does not concern you, Detective. Ach. Must I ask good Officer Bradley? I had the impression that the chemistry wasn't that great between the two of you. Is that all you've got, Detective? I was invited here by Irene herself. It's got nothing to do with the police. As for your Bradley, it's me who gave him his scar. And try that kind of approach on me again, and I promise you, your face will be far more repulsive than his. All's fair in love and war, I suppose. Puh. Die Alte hat auch keinen Geschmack für Mode, ey. Die Stiefel sind sowas von scheiße. Ja, die Handschuhe. Und was zu sagen? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Puh. Go take a hike, detective. Was gesagt? Aha. Alles können, was auch immer. Ach. Ja, jetzt hast du dann das Wissen, dass du wohl irgendwie was kannst. Oh, übrigens, wir können mal, glaube ich, mal wieder leveln. Haben wir schon lange nicht mehr. Oh, Max 6, Punkt. Ja. Hast du wieder zurückgesetzt? Nee, ich würde. Ich möchte doch. Was willst du denn? Den Menü verlassen und in der Kabel bestätigen. Wo muss ich denn jetzt? Kreis drücken. Kreis? Hä? Nee. Und dann nimm du alles zurück, der Penner. Das ist so setzen ist aber Dreieck, steht das, da. Das ist so umständlich, habe ich ja gerade gedrückt. Du hast Dreieck gedrückt? Ach, statt hier. Ja, Kreis anstatt Dreieck. Nee, Optionen musst du drücken, damit so, es mir das ist ja voll umständlich. Kann ich jetzt da rein, danke. Lol, hat den Schlüssel nicht mal ein Schlüsselloch gesteckt. Haha. Ha. Was ist das denn? Ziemlich für den Mensch. Ja, so ein Fisch. Guck mal, das ist auch seine Frau. Nahansicht von ihrem Ausschnitt. Da kenne ich doch so vor, wie ich das sehe. Ja, oh, geiler Bogen. Nee, das ist ein Ritualdolch, ich weiß. Guck mal, das glüht so schön grün. Wow. Voll cool gemacht. Voll motiviert. Ey, jetzt kann ich es nicht mehr anklicken. Die Statuen sind geil. Ach ja. Ne? Ja. Guck mal, ist auch von der, oder? Ja. Ich dachte, der hat kein Bild von der. Ist auch von der? Nee. Maskier. These artifacts date from pre-Columbian times. These artifacts date from pre-Columbian times. Ja, wenn es nichts weiß, dann sag einfach das, was du schon mal gesagt hast. Warum hat's hier einen Schrank zum Verstecken? Warum ist das so hässlich? Tja. Warum hat's hier einen Schrank zum Verstecken? Ja, warum? Kriegt er wieder Angst? Ja, er kriegt Angst. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ja, nee. Geh ich lieber wieder zu dem Monster. These artifacts date from pre-Columbian times. Wie groß das ist, ne? Was ist das denn? Doch nur ein Haus? Was ist das denn? Was hat er denn da einbauen lassen? The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Ja. Aber ist schön gemacht. Na gut, die Bilder sind hässlich, aber... Ne? Da steht was drauf unten, guck mal. Return of the Ark to Belshemesh. Samuel der Sechste. Wie Lawrence. Lawrence! Hier steht wieder was anderes. The public entrance to the gallery. The public entrance to the gallery. Oh, ich möchte auch einen Haupteingang für die Öffentlichkeit. Was ist das denn? Daniel in the Lions, denn Daniel. Der Sechste. Sechste. R.U. Lickman. Oh, er war ganz bestimmt gut im Lecken. In der Tat. Hier steht nix. Was sind das für Bilder, ey? Voller hässlicher Schranz. Was will das denn darstellen? Frau mit Tentakel aus der Birne. Schön. Das ist Kunst, das musst du nicht verstehen. Alter, ist das nicht der Doktor da? Der Typ mit der Brille? Kann sein. Sieht so aus, ne? Voll schön, sowas hätte ich auch gerne in der Wohnung. Wunderschön. Oh, was zum Stehen? Öl! Ui, ja, das ist nicht voll. Gut. Das ist nicht gut. Was ist das denn? Die ist auch so hässlich. Aber immer nur eine Seite, ne? Ja, jo. Schon wieder ein Schrank. Oh mein Gott, ich ahne Schlimmes. Ja. Hallo? Ich kann nicht. Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Ja, noch nicht. Licht fällt dann aus und das ist Todeskampf. Was ist denn für eine Quaddel? Das ist Stein. Stein mit. Da ist ein Stein im Stein. Stein mit Tafel. Da ist ein Stein im Stein. Da ist auch ein Stein im Stein. Guck mal, das ist doch dieselbe Figur. In groß. Die da? Ja, die Sphinx vom Tisch vorhin, die kleine. Stimmt. Guck mal, ich erkenne die Brüste wieder. Ja. Guck mal, ein Stein hinter der Figur. Noch ein größerer Stein. Das ist doch derselbe Stein einfach nochmal, oder? Ja. Voll die Mühe. 5 Euro vom Grafiker. Why was he so interested in? Hey, die Maske war vorhin schon da. Vorne. Da schau. Ja. Ich glaube, der verkauft den Scheiß auch so als Souvenirs. Muss ein Poster davon haben. Nee. Oh, voll wunderschön. Schöne Kerl. Guck mal, das ist selber nochmal. Farbig, ja. Geil, guck mal, in Farbe. Oh, guck mal. Der Löwe, der hat... Oh, ein Tentakel. Tentakellöwe. Heiß. Guck mal, nochmal ein bisschen größer aufgelöst. Wunderschön. Zwei. Und dann stellen wir sie nochmal dahinter. Fällt nicht auf. Was ist das denn? Das ist ein Hund. Was für ein hässlicher Hund. Ein Schleimhund. Modell Wörr. Oh, cool. Der macht ein Selfie. Guck mal, mit dem Herz. Das ist ein geil. Handy, der macht ein Selfie. Siehst du das nicht? Guck. So, jetzt kann man spekulieren. Ist das eine Frau oder ein Mann? Ich kann nicht länger stehen bleiben, das Feuer zu wird heiß. Guck mal, der wird von einem Fisch gefickt. Ach. Pimmel. Oh nee, das ist eine Ente. Nee, eine Gans. Eine Gans. Eine Gans. Hä? Was ist das denn? Das sieht ja komisch aus. Aus dem richtigen Winkel sieht es aus, wie wenn es so irgendwie nach innen geht. Ja, ja. Ist flach, ne? Der arme Junge. Guck mal, der filmt der Blut aus meinem Auge. Aus beiden Augen. Die böse Gans hat ihn gehackt und den Schwanz abgebissen. Da ist auch Blut. Ja. Wieso ist hier überall Blut? Schön. Der Bär reißt eine Robbe. Ist eine Robbe? Ja. Wunderschöne Kunst. Ey. Der hat der Geschmack, der Kerl. Ja.
Guck mal, nochmal ein Gruß. Guck mal, ja, was könnte ich. Ich denke, es ist ein Mann. Kann man schlecht sagen. Tendenziell würde ich sagen, es ist. Hat ein schmales Becken. Das sind immer Männer. Frauen haben ein größeres Becken. Okay. Vielleicht auch eine Bulimiefrau. Möglich. Ui. Noch mehr das? Öl. Wieso wird man hier mit Öl so zugekackt? Man weiß es nicht. Guck mal, nochmal. Nochmal der Gänsewürge. Und da ist der Schwanz größer wie vorne. Sicher? Oh, das ist cool. Das haben sie natürlich nicht in groß. Nee. Das ist auch hässlich. Nein, das ist nicht. Guck oh, mal, der Schlurfer. Ist es das? Ja. Meinst du? Ja. Oh, guck mal, da kann man eine Frau. Der Schlurfer ist da. Gönn dir hart. Oh Gott, Kinder. Der Wind ist schon da. Ja. Der Schlurfer kommt. Siehst du, wie aufgebracht er ist? Seine Haare sind schon ganz durcheinander. Er kommt. Kommt hart. Boah, jetzt weißt du, warum das Öl hast. Ja, warum man mit Öl und mit und warum mit, Schränke. Mit, ja, oh mein Gott. Oh, ist das schön. Ist das wunderschön. Wunderschön. Oh Gott. Und wir haben mal wieder nicht auf die Uhr geschaut. Oh mein Gott. Das ist eine Spinne. Halb. Da keine Augen, ne? Vielleicht ist es der Typ. Möglich. Der Typ ohne Augen. Mir wird gerade ein bisschen anders. Das war der Schlurfer. Oh mein Gott! Wie kann der mich sehen? Richtig? Mag der Licht? Der läuft! Der hat keine Angst vor Licht! Hilfe! Zum Stecken im Schrank! Mutter! Vielleicht ohne Licht zum Schrank. Mutter! Kann der Schränke aufmachen? Ja, yep, kann er! Ungünstig. Oh. Hi. Scheiße. Geil. Und jetzt? Vielleicht ohne Licht. Ja, kennen wir. Komm. Ich bin im Arsch. Oder so. What the hell is that? Er kommt ja von rechts, ne? Ich will gar nicht wissen, wie er kommt. Was seine Lieblingsposition ist. Dann möchte ich es einmal zuschauen. Crouchen. Ohne Licht. Was? Geht's einfach zum Schrank hier jetzt! Schneller! Gut. Passiert jetzt da was, wenn man länger im Schrank ist? Dann lässt er einen fahren und dann weiß er, wo es hier. Oh Gott. Ich lieber mal raus. Hä? Ist er umgefallen? I can't even touch it. Lol, kann die Tür nicht berühren? No choice. I must get rid of it. Oder will sich von links? Wow. Hä? Ich muss das loswerden. Ich muss das loswerden. Ja, wie denn? Kannst du mit Feuerzeug im Kopf schmeißen? Alter. Dann Schlurfer. Schlurfer. Ein Schlurfer untersuchen. Und jetzt? Jetzt ist nix. Keine Mission mehr hier. Nee. Vielleicht beim Haupteingang? Vielleicht sagt er da was Neues? Dasselbe, okay. Da rechts ist ein Schrank.
Ja, schon nicht mehr hier. Zu spät. Nein, oh, oder nicht? Oh, oh, oh. Hilfe! Für was gibt's hier überhaupt Licht? Vielleicht mag er kein Licht. Oh, jetzt hat er mich. Oh nein. Hi. Loswerden. Also in Türen geht nicht. Ne? Aber wenn es zu viel Öl hat, muss es wahrscheinlich schon mit Licht sein. Ich muss ihn irgendwie loswerden, sagt er. Muss das Bild anleuchten oder so? What the hell is that? Hm. Vielleicht ist was an den Vitrinen? Ich glaube, wenn du läufst, hört er dich. Damn! Ah! I can use this dagger. Jetzt musst du das Richtige wahrscheinlich noch finden, ne? Und jetzt fickt er mich. Das nicht. Hä? Wenigstens hast du eine Waffe, ne? Ja, immerhin, ne? Muss ich das Bild irgendwie dolchen? Ah, ja, das kann sein. Vielleicht. What the hell was that? Deine Mutter. Ohne Schminke. Sie ist wunderschön. Ja. Damn. Maybe I can use this dagger. Crouch, Junge. Muss ich mich an das Viech herancrouchen? Ja, und da kommt auch schon. Geh mal zum Bild. Ich renne. Renn schneller. Ja. Damn it. This dagger didn't work. Gut, der andere, dem Fall, das Messer da. Da. Da ist er von links. Sein Vater von links. Das ist dasselbe wieder, ne? Ne. Doch. Ein anderer. Sicher? Wow! 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 The fuck! Auch immer finden wir schon mal den richtigen. Und der nächste. Auch nicht. Das ist dasselbe gewesen. I have to use a specific dagger. Ja, den da. Ne, nicht den. Den da drüben. Den nee, da? Nicht den. Den, ja. Hab ihn. Ja, gut. Wo kommt er? Wieder, Bild. Von da. Ja, nein. Warte. Aber jetzt kommt er von da. Diese Hure! Ja. Dieses Miststück! Du Stück Scheiße, du! Auch nicht! Auch nicht! Hi! Gut, dann wissen wir, dass es von da mal nicht das Richtige ist. Hey. Hat dein Dolch geleuchtet oder so? Nee. Nein, oder nicht? Offensichtlich. Ja, Mann. Ja, aber was hat's denn da hier mit den Lampen auf sich? Ich verstehe das nicht. Vielleicht, wenn es zu dunkel ist für dich, wenn du Angst hast. Ja, den hast du noch nicht probiert, oder doch? Hast du? Den haben wir. Den nehmen wir. Und der sieht gleich aus wie der. Mach die Lampe aus! Das sieht genau gleich aus. Yeah, maybe I can use this dagger. Nee, der funktioniert nicht. Oh. Ja. Wer ist das nicht? Schnopfe. Ich will daran glauben. Da hinten ist noch was. Hinter dem Bild ist was. Is this dagger part of Sam's collection? Ah, da können wir noch lange suchen. Okay. Wie sah der aus? Mit so zwei, ne? Zwei so. Nein. Auch na, nicht, ja? Der vielleicht. Nee, der hat drei. Der ist es, ja. This dagger looks different. Ja, sehr gut. Hilfe! Renn einfach. Hilfe! Das ist mein Geschenk. Siehst du, der leuchtet unten. Ah, guck, der leuchtet. Ja! Dein Gesicht. Nachschlurfinator.
Tut's weh, ha? Nein! Warum sticht er nicht zu? Ja, danke. Da ist dein Kopf gestochen. Wunderschönes Wesen. Oh nein. Hack dir den Arm ab. Hack dir den Arm ab. Hack den Arm ab. Tu's. Okay. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Warum kannst du das Gemälde nicht nehmen? Weil wir nicht genug Okkultismus müssen, kein Okkultismus-Profi. Kann man gar nicht sein zu dem Zeitpunkt, oder? Na gut, wenn du alles da reinsteckst, vielleicht schon. Alle Erfahrung. I think so too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Die Irene. Siehst du, die Irene mit ihrer Zahnlücke ist so hässlich, nicht mal der Schlurfer will die. War der Schlüssel nicht da drin? In der Truhe? Ich weiß es nicht. Kann sein. Die namenlose Buchhandlung. Geile Titel für eine Buchhandlung. Komm, lass uns mal zu einer namenlosen Buchhandlung gehen. Kennst du die namenlose Buchhandlung nicht? Nee. Aber die kennt doch jeder. Ich kenne nur das ordnlose Wirtshaus. Ah ja, war ja klar. Ja. Ja. Es ist der Schlurfer, ich weiß es genau, es ist in meinem Bauch. 34 Schlurfer. Alle im Bauch. Ja, auf geht's. Aha, ist das die Buchhandlung? Ja. Man fuhrt nur völlig. Hallo. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Aha, was ist das? Ich habe auch schon gesehen, vielleicht spielen wir das Spiel einfach zu hell. Vielleicht müssen wir die Helligkeit so. So. Helligkeit oder dunklen Symbol kaum wie sichtbar ist so. Hat er das übernommen? Nein. Vielleicht musst du wieder Optionen. Ne, jetzt hab ich's. Okay. Besser, ja.
Jetzt siehst du halt nichts mehr, ne? Jetzt macht es aber auch mit dem Licht mehr Sinn. Ja. Toll, zu meinem Vorteil. Jetzt kann ich mich noch mehr in die Hose scheißen. Ach. Jetzt laufe ich aber erst recht mit der Laterne rum. Haben wir da? Linguistik. Die Buchhandlung ist aber schön aufgeräumt, du. Wundergut. 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 Mehr Geschichte. Braucht keine Sau. Natürlich wieder grün dampfendes Licht. Wie man das halt so hat. Anatomie. Oder nee, Astronomie. Astronomie? Ja. Ein Kelch, voll random. Haben wir ja in der Buchhandlung. Schriftrollen und Schach. Eine Schlurflampe. Die Schlurflampe, ja. Mehr Geschichte. Anatomie. Und ein Grammophon. Wir haben Nein, die Walze. Du hast die Walze nicht gemacht. Ich habe die Walze nicht gewalzt. Schäme dich. Wir werden sie überleben. Mehr Öl. Wieso nimmt einfach die ganze Kanne mit? Hier ist noch nichts, ne? Nee. Ja, ein bisschen atmosphärisch ist es, glaube ich, schon. Oh, guck mal. Da ist was. Oh, oder? Nee. Das ist eine Schabe. Wie groß die ist? Da hat der Schlurfer hingebrochen. Was ist das denn? Ach so, so Taschenbuch hatten und so Dokumente transportiert werden. Und ein Spuckeimer! Geil! Voll sogar fort. Zwei. Geil, sogar ein Gästespuckeimer. Ein Gästespuckeimer. Ja. Wie schön hier mit grünem Licht alles so ist. Oh. Wunderschön. Ei. Ah. Mehr Anatomiewissen, geil. Heiß. Stell dich so an. The Book of Zion is the foundational work behind Leonid Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Oh. Okkultistisch. Und mehr Medizinwissen. Können schon nicht hier eine OP durchführen. Sind aber noch nicht in der Lage, ein Pflaster aufzusetzen. Oder? Moment, mal gucken. Haben wir wenigstens Erfahrung vom Schlurfi bekommen? Verstand? Erschüttert. Hm. Das ist der Schlurfer. Oh, wir haben was übersehen, glaube ich, da. Was? Hier, da kam der Schlurfe. Vielleicht, weil wir die Dinge nicht angehört haben. Die Walze. Ja, egal. Kann ich nicht helfen. Passiert. Da hören wir halt nicht, wie sich die Alte hier selbst befriedigt hat. Entschuldigung. Kannst du nicht. Kannst du nicht mal leveln. Zwei Punkte hast du, ne? Gelevelt. Oh geil, eingeweiht. Das ist eine super schöne Bibliothek hier. Hammer. Nee, Buchhandlung. What happened here? Ach so. Dann ermitteln wir halt mal. Let's start over. Where did they break in from? Hey! Was tust du da? Wieso sind wir einfach wieder hier? Wie war der da hinten? Ach, egal. Blood. Seems like amateur work. Ach. Ist das eine Frau? Nee. Muss nicht. Vielleicht ist auch ein japanischer Ladyboy. Auf der Suche nach Okkulten herkommen. To whom does this footprint belong? Wieso hat er Blut am Fuß, wenn er den Arm verletzt hat? Naja, warte mal, mit was für einen Arm hat er eingebrochen? Wie unrealistisch. Rechter Arm.
Ja, wenn es dann runterläuft, das kann schon passieren. Und wenn man nackt unterwegs ist, schon sowieso. Was ist das denn? This burglar seems to be rather clumsy. Ach, da hat er hier So, da, deswegen. deswegen war so eine aufgequollene Schabe. Haben wir hier noch Geiles? Oh Oh, ja. geil. Titten. Hier, da. Und jetzt ist es unmonetarisierbar. Geil, das war's voll wert. What happened that made the burglar flee Ah. before finishing? What sort? What killed all these animals? Was für Tiere? Ratte. Mach mal wieder die Ratte aus dem Klo vom anderen. War dasselbe What Symbol wie auf der the? Waffe, ne? Charles Hawkins? Was ist das denn? Ach, das Alter. ist nur der Buchhändler. Ist das nicht der Dingel so? What's happening to Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Ein Buch. Ein Riesenbuch. Ah. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Ein Buch, ja. Kann man eigentlich nicht dran glauben. Was denn? Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Wer ist denn jetzt eingebrochen? Die oder was? Oder so. Oder der andere Tentakeltyp. Wer eingebrochen ist, habe ich jetzt nicht rausgefunden. Ich schaue mal noch weiter. Nee. Dann war's das. Okay. Ach, das ist voll Da war noch geschmiert. was im Regal. Ganz viele fette Wie? Schaben. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Eine Seite scheint hier versteckt zu sein. Darauf steht: Wenn jemand diese Memoiren findet, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper und meine Knochen sich noch in dieser Ebene wie der Wirklichkeit befinden, sodass ich gefunden und verbrannt werde, obwohl ich habe das Gefühl, verkauft werde, dass ich gefunden und verkauft werde. Oh, geil, Nekrophilie. Werden können. Die Toten, was? Die Totenurne. Totenurne muss meine liebe Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Die Oh, liebe die Mutter. Die folgende Nachricht ist von größter Bedeutung. Wer diese Zeilen liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, mich weiter. Ja. Kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen. Es liegt in meinem Tresor und dass die Kombination ist in drei Walzen Oh versteckt. nein, und Jede wir haben die davon nicht befindet gehört. sich dort, wo sich Leben und Studien in den Welten Griechenlands vereinen. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagt, die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Und in der Tat, sagte Dr. Klink, muss ich trotzdem meine Vorliebe für organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meines Bla. Wir haben die Walze nicht gehört. Aber hat es hier im Laden nicht noch ein Grammophon gehabt vorhin? Hast du doch Ja, abgeguckt, ich oder? denke, wir müssen hier Walzen finden. Is Ah, hier. everyone on this island Pillen. taking sleeping pills? Ja. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet?
Na gut. Nimm das Ding weg. Wir haben nicht so viel. Oh mein Gott. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Er sagt immer dasselbe. Never heard of him. Oh mein Gott. Was ist das für Rätsel? Weil ich meine, einfach so baut man sowas nicht ein. Doch. Ach. Cylinders that Aha, okay. I should perhaps listen to them. Hast du alle drei gekriegt? Buch lesen? Buch lesen. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Alter, der Schlurfer. Unheiliges Wissen. Malleus Bestiarium. Diese Sammlung katalogisiert und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Das ist ja Schlurfi, den kennen wir. Wenn ich sie noch von den Gottheiten von den Sternen, wenn die durch Dimensionen reisen. Wesen, die durch Dimensionen reisen können, wie Schlurfi. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagewerk zu mythischen Kreaturen, ohne zu. Ich kann das nicht mehr lesen. Ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Die Seiten sind mit phantasmagorischen Bildern illustriert. Ich finde, die sind gut. Ich finde, die sind schön illustriert. Der so, liebe Schlurfi, der. Das ist ziemlich detailliert. Ey, der, wo den gemalt hat, der hatte echt Zeit. Ja. Was das war das? Nur, dass du jetzt Okkultwissen wieder bekommen hast. Gut. Dann hören wir mal, ne? Ja, gleich. In der nächsten Folge. Ja, gefickt. Dachte ich, das hören wir jetzt noch? Nee, heute nicht mehr. Nächste Woche dann. Wie es weitergeht. Warum hat der dann einen grünen Punkt, der leuchtet? Lampe. Nee. Wow, ach, das ist Staub. Wo, grüner Punkt? Da. Ist die Lampe? Wieder. Ja, von mir aus. Ja, mein Gott, so weit war der Voll gerade. Unrealistisch. Ist das mitten im Wald? Nee. Nee, sind Häuser. Ha. Oh, ein Traum, mitten im Wald einen Laden aufgemacht. Okay. A kind of chalice. Dieser Kelch sieht uralt aus. Er scheint aus Gold und echten Edelsteinen gefertigt zu sein. Ergeben die Rubinen und die Saphire ein besonderes Motiv? Ja. Rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün. Und innen? Kannst du ihn so neigen? Nein. Kannst du nicht. Okay. Ja, die ergeben rot, grün, rot, grün, rot, grün. Ziemlich sicher. Mhm. Oh. Wer wollen die da Schlurfi züchten? Kann man da auch Schach? Komm. Things are not looking good. Sieht nicht gut aus. Kenn mich nicht aus. Der König da ist voll eingebaut, voll Bauern und allem. Schau, da. Die Weißen da, die restlichen, und der König steht da ganz allein. Sieht ziemlich beschissen aus. Wobei das nichts heißt, der König, wenn er den. War das nicht, wenn man den König? Ja. Der König, wenn stirbt, ist vorbei. Weiß ich richtig, glaube ich. War doch so. Weiß ich nicht. Ich habe nie Schach gespielt. Keine Ahnung. Und weil der andere König da ist, sieht echt nicht gut aus. Naja, keine Ahnung. Ich spiele auch keinen Schach. Okay. Oh. Alle drei. Nein, du musst doch das hören. Ja. Die Reihenfolge ist wichtig. Ja, es steht doch Walze 1, 2, 3. Ja, aber glaubst du wohl selbst nicht, der doch. Hör mal, wie die anfängt, Walze 1.
Ja, gut. Okay, 2. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. And these red rocks, like precious stones, lie thick. Haha! Fine gold. To be the guardian. The chalice of knowledge. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rote Edelsteine. Wir ruhen wie Blut, die Edelsteine ruhen wie Blut im göttlichen Gold. Und mit Blut meint ihr die roten. Mhm. Und das sind 5 rote, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Etwas im Schach, ne? Nochmal. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. Vielleicht die Anzahl der Spieler um den König? Die Könige noch beschützen. Ja. Sind 3. Und die hinten zählen nicht. Und vorne an der Seite? Die weiße Königin beschützen. Nein, die zählen nur die noch stehen. Das sind 3. Wieso? Neben mir steht ja auch noch eine. Ja, die sind aber aus dem Spiel, die sind ja tot. Nur die noch stehen zählen. Das sind 3, also 5 und 3. 5, 3. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seems particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Der 9. Band, hat gesagt. Okay, das können wir machen. Also 5, 3. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Schlüssel Solomon. 9. Ja. So these are the volumes that Drake was talking about in his Moment. Gab's 5? What did Drake say about this? Drake talked about a particular. So these are the volumes. Oder Linda? Drake, what did Drake say about this collection? Das ist 8. Oder müssen wir nur die Bücher zählen? Das kann auch sein, ne? 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 8. Machen wir einfach mal. 5, 3, 8. 5, 3, 8. 5, 3, 8. Stimmt nicht? Mach mal 9. Weil 9 gibt's nicht, deswegen. Oh, es ist ein Necronomicon. In Menschenblut. Menschenhaut gebunden. Menschenhaut. Und Furzfaltenlieder. Von Schlurfer. Selbst geschissen. Hi. Oh, die Traumwelt kommt. Ibims 1 Detektiv. Die schwebt im Grünen. Ja.
Mega spannend, Entschuldigung. Wollte es nicht gehen, aber ja. Ist mir so rausgerutscht. Riverside Institute, das Buch. Oh nein. Hey, dein Lieblingsort. Mit Zeit, den Part zu beenden, ich sehe schon. Immer wenn er träumt, kommt er hier hin. Was hast du gemacht? Aha. Nix. Sind wir am Spielen? Ja, bisschen. Mhm. Denkst du, jetzt hast du das Schlimmste hinter dir? Oh, nee, wir gehen da jetzt nochmal hin, weil da war es so schön. Das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Wie hieß der Typ nochmal? Der Augenlose, der die Gase abgesondert hat? Habe ich vergessen. Der da so gefurzt hat, ne? Und Francis? Nein. Simon? Nee. Weiß ich nicht mehr. Der halt von Zahnlücken. Wie ist sie nochmal? Irene! Irene, der von Zahnlücken, Irene, der Mann, der blinde Höllenwichs. Also ich habe das Gefühl... Der hat so gefurzt, dass die Lampe geflackert hat und die Gase wurden irgendwie, seine Furzgase durch Leitungen geleitet und so und dann sind sie alle erstickt und dann gibt es immer eine Methanexplosion und egal. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Schlurfer auch ist, weil er keine Augen hat vielleicht. Das kann gut sein. Oder hat sich die Augen ausgekratzt, dass er es nicht mehr sehen kann. Ich weiß es nicht. Gut, das hat er ja gesagt, ne? Er will das Bild nicht sehen. Ja. Wer will es, ja. Aber trotzdem, ne? Oh, ist komisch. Aber hat er da nicht drauf gedolcht, unser Detektiv, und das Bild war immer noch ganz? Heißt, es könnte er wiederkommen? Und wo ist dann ein Dolch? Dann sind wir am Arsch. Man weiß es nicht. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He, guck mal. Der Dicke ist he's da. Busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. Ja, wir spielen jetzt die Frau. Ach so. Catatonic. Den Patienten untersuchen. Du. Very well. I'll examine him. Ja, ich glaube, das sind wir. Den sterbenden Patienten untersuchen. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Schwere Mangelernährungen. Ja, aber der Magen, der Darm ist aufgebläht. Seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Ist das wirklich unser Detektiv? Weißt du, das ist ein Krankenhaus. Da müssen sie Leben retten. Der ist am Sterben. Er ist noch nicht tot. Ach, wir gucken ihn mal schön in Ruhe an. Guck mal. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Das ist doch das Schlafmittel da hinten. Und da hat sie gerade gemeint, es hat heftige Nebenwirkungen. Das frisst doch unser Dingens auch, oder? Ist er das? Nee, ich glaube nicht. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palubral tissue. Lord, this smell. So, Doctor, nee, da hat kein Ring am Finger. Hat unser einen Ring am Finger? I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Der Darm ist bis zu seinem Grenzen. Er hat was im Bauch, ja, ja. Ist zum Äußersten aufgebläht. Aber das Letzte stimmt auch, ne? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Blähungen sei. Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry.
that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Oh. I see signs of hypodermolysis, but he's still dehydrated. Wir müssen allmählich den Part beenden. Ach, hab ich ja gesagt. I'd even gone beyond the recommended ja. dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, he seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Also, dann bis zur nächsten Folge Call of Cthulhu. Tschüss. Tschüss.